Ostern dürfen die Menschen in Polen noch ohne Mundschutz feiern. Ab dem 16. April heißt es dann, Mund und Nase in der Öffentlichkeit bedecken als Maßnahme gegen das Coronavirus. Halstuch oder ein Schal tun es zu diesem Zweck auch, hat Polens Gesundheitsminister heute wissen lassen. Weitere Meldungen rund um die Pandemie haben wir jetzt für Sie zusammengestellt. In Berlin sind die ersten Flugzeuge mit Erntehelfern aus Rumänien gelandet. Vorher hatte sich die Regierung darauf verständigt, dass diese unter strengen Auflagen nach Deutschland kommen dürfen. Die erwarteten 80.000 Saisonarbeitskräfte werden vor allem bei der Spargelernte benötigt. Dramatische Szenen in der ecuadorianischen Hafenstadt Guayaquil. Weil Bestattungsunternehmen wegen der Ausgangssperre ihrer Arbeit nicht nachgehen konnten, blieben Tote tagelang in Wohnungen liegen. Leichenhallen in Krankenhäusern waren überfüllt. Selbst auf Straßen wurden Verstorbene abgelegt. Die Millionenmetropole ist in Lateinamerika am stärksten von der Pandemie betroffen. Schweigeminute im spanischen Parlament für die mehr als 15.000 Corona-Toten. Der Anstieg der Totenzahl hat sich im Land verlangsamt. Regierungschef Sanchez zeigt sich vorsichtig optimistisch. Wir haben den Höhepunkt der Ansteckung mit Covid-19 erreicht und überwunden. Wir stehen kurz vor Beginn des Abstiegs. Sanchez schlug einen großen Wirtschaftspakt zum Wiederaufbau des Landes vor, an dem alle politischen Kräfte mitwirken sollten. Singapur meldet 287 neue Infektionen und damit den bisher größten Anstieg an einem Tag. Insgesamt sind knapp 2000 Ansteckungen in dem Stadtstaat bekannt. Mehr als 200 neue Fälle wurden auf Wohnheime für ausländische Arbeiter zurückgeführt. Tausende Arbeiter wurden dort unter Quarantäne gestellt. 6 Menschen starben bislang. Irans oberster Führer Ayatollah Khamenei hat die Bevölkerung aufgerufen, während des Fastenmonats Ramadan zu Hause zu beten. Im Iran sind mehr als 66.000 Menschen infiziert und mehr als 4.100 gestorben. Iran ist im Nahen Osten am schwersten von der Pandemie betroffen. Gerade jetzt zum Osterfest ist es für christliche Gläubige weltweit hart, nicht in die Kirche gehen zu können. Auch hunderttausende Pilgerreisen können nicht stattfinden, zum Beispiel nach Jerusalem, zu den Orten und Stationen von Kreuzigung und Wiederauferstehung Jesu. Online sind aber Gottesdienste möglich und eine katholische Einrichtung mitten in der Heiligen Stadt nutzt diese Möglichkeit auch schon seit Wochen. Jeden Sonntag bis Ostern per Facebook Livestream. Der improvisierte Altar wird jeden Sonntag neu auf dem Dach aufgebaut. Im österreichischen Hospiz, einem katholischen Gästehaus in der Jerusalemer Altstadt, nutzt man jetzt virtuelle Wege, weil wegen Corona keine Besucher und Pilger mehr kommen können. Die Idee für uns ist, dass wir jetzt, wo Menschen nicht nach Jerusalem kommen können, wir Jerusalem zu den Menschen bringen. Vor die Bildschirme, in die Wohnzimmer, vor die Fernsehgeräte. Und das wollen wir auch in den Kartagen und an den Ostertagen beibehalten. Gottesdienst auf dem Dach, aber ohne Gläubige. Momentan dürfen sich keine Menschen versammeln, auch nicht zum Beten. Mit einem Mobiltelefon wird die Messe live gestreamt. 2 Stockwerke tiefer, Jakob Tauchner, der hier ein soziales Jahr absolviert, schaut sich die Messe an. Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es eine gewisse Stütze ist, dass man auch weiß, okay, auch wenn man nicht kommen kann jeden Sonntag, kann man trotzdem eben dabei sein, auch wenn es virtuell ist. Ostern im Zeichen von Corona. Die Via Dolorosa, der Kreuzweg Jesu, ist leer. Die Grabeskirche hat ihre Pforte geschlossen. Ostergottesdienste sollen virtuell übertragen werden. Auch für einheimische Christen eine ungewöhnliche Situation. Einwohner dürfen derzeit nur noch sehr begrenzt das Haus verlassen. Wir müssen leider alle zu Hause bleiben und sprechen wahrscheinlich über Internet und Smartphones mit Familie und Freunden. Wir Jerusalemer sind seit mindestens 2000 Jahren daran gewöhnt, dass viele Pilger zu uns kommen. Aber dieses Jahr wird hart, denn wir werden keine Besucher sehen.
Ob auf den Dächern von Jerusalem oder zu Hause vor dem Bildschirm. Das Wichtige sei, in diesen Tagen solidarisch zu sein und den Glauben an bessere Zeiten nicht zu verlieren.